ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Fieber 15 und leider die Aufgabe, die ich so gar nicht drauf habe. Sag doch, die habe ich nicht drauf. Weil Paul sagte, es ist eine Scheißaufgabe. Den kann ich auch nur zustimmen. Heute bin ich mal die Auswärtsmannschaft, im Gegensatz zum letzten zwei Videos. Ich spiele wieder, da Paul in Rot. Ich bin die Classic XI. Und ich habe aber dann gewöhnt, dass ich in der ersten Halbzeit von rechts nach links und in der zweiten von rechts nach links wieder, also genau umgekehrt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Hier geht's hin. Gute Flanke. Mit den Flankenbällen kommen sie bislang ganz gut zurecht. Das letzte Video hat euch gefallen, das lädt gerade hoch, während wir dieses Video drehen. Hoffentlich habt ihr es dann schon gesehen. Tja. Ich hoffe natürlich, dass mein Canon Heathen Erfolg wird. Sanchez. Bin ja erst seit heute ist Mittwoch der 25. Bin ja erst seit gestern Dienstag, den 24. August dabei. Und haben doch geschossen. Ja, aber dafür haben wir natürlich die Videos. Es sind ja noch Ferien, deswegen kommen wir auch noch ziemlich viele Videos am Stück drehen. Ihr habt sogar mal eine Stimme gehört, dass ich noch nicht erwachsen bin. Aber wer sagt denn, dass kein Kind einen YouTube-Channel macht? Weil ich kenne auch einen anderen YouTube-Channel, den ein Kind leitet und ja, also für diejenigen, die meinen, dass YouTube-Channel kein Kind übernehmen sollte, da sage ich nur, ist mir doch nur. Ja, heißt das für mich? In der zweiten Halbzeit werdet ihr dann wieder den Paul hören, wie auch in den letzten zwei Videos. Falls euch beim zweiten Video aufgefallen ist, ist der Nummer 2. Auch wenn man noch den geschrieben habt, dann wir haben uns entschlossen, an jedem Spieltag jedes Spiel zu spielen, also erstmal. Und damit man unterscheidet, welches Video jetzt wann an welchem Spieltag hintereinander kam, schreibe ich jetzt immer Nummer 1, das erste Video Spieltag Nummer 2, das heißt Video des Spieltages und ja, so weiter. Und so weiter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. Sind ja nur 10 Teams in der Liga, also nur 5 Spiele pro Spieltag, also das kriegen wir, denke ich, mal hin. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen, September. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern, wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Das sieht nach einer guten Möglichkeit. Ich bin dann gespannt, wie die Pauls Lieblingsmannschaft die Glasgow Rangers machen wird mit ihren Paul Dates und ihren guten Spielern. Ob die die gemeine Einschub eine verbesserte an Frankfurt aus dem ersten Video macht? Keine Ahnung. Es gibt Freistoß und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Und rote Karte für einen Spieler von Paul. Richtig hart bestraft. Das muss ich immer außer machen. Ich will mal gucken, was da passiert ist. Und ich auch Paul. Und er nur Pämse. Hat sich hier das, glaube ich, gewertet. Da fragen sich viele Fans, was machen die eigentlich, wenn die trainieren? Ja, da haben wir genug Zeit und die Videos dauern ja bisher nur so durchschnittlich 11 Minuten. 11 Minuten irgendwas, da werden wir mal kurz das unterbringen können. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt. Doch, dazu kommt, dass er absolut mir tut und das Leid, wir werden dann das Ergebnis die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Ich kann also sagen. Aber ich denke mal, das Dorfwunder zeigt doch ziemlich gut. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Ich glaube, auch eine rote Karte. Der Schiedsrichter zögert. Nee, nur gelb. Nicht gelbe Karte. Ronald Klimmer hat die gelbe Karte gekriegt. Abgefälschter Ball. Knapp. Ich weiß. Es gibt Eckball für den AC Mailand. Also Eckball für AC Mailand. Das ist wieder dafür, dass ihr nennt. Ich sag AC Mailand. Klasse gehalten und festgehalten. Ja, ich weiß, er wird aber Milan aufgesprungen auf Italienisch.
Ein Versuch der Balleroberung. Also auf Deutsch heißt es Mailand, ich sag aber auf Italienisch, also Milan, weil ich finde das eine Sache, aber das besser mit Inter Mailand unterscheiden. Und schon wieder im Aus. So, kann er nicht in den Zweikampf gehen. Entscheidung korrekt. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. 5 Minuten Nachspielzeit gibt es. Ah. Ja, dafür habe ich hier jetzt den Ball gegeben, Paul. Unabsichtlich. Vielleicht ist die erste Halbzeit rum. Ich denke mal jetzt. Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Komm, ich bin nicht, denn wir brauchen. Und fertig, Paul, du stellst erst deinen Mantel um, bevor ich das Buch gebe, oder? Paul wird noch kurz seine Mannschaft umstellen. Denn dieser Feldverweis, der ist diskussionswürdig. Ich werde auch mal meinen gelben hier austauschen bei der Gelegenheit schon. Entscheidung, ich persönlich finde vertretbar, aber es wird diskutiert werden. Gut, dann. Beeil dich, Paul. Also dann war gut. Dann kann es ja weitergehen. Auch nochmal kurz auf Pause drücken. Mikro raus. Ja, Leute, jetzt bin wieder ich für euch da für die zweite Halbzeit und jetzt geht's los. Und jetzt muss ich Anstoß eindeutig mal ein Tor machen. Timo führt schon wieder 1-0. Das kennen wir ja von den letzten Videos. Der führt immer, nicht immer nach der ersten Halbzeit, aber mindestens in der zweiten gewinnt er. Aber letztes Mal war es knapp, nur ein Torunterschied. So knapp war es noch nie. Außer heute vielleicht. Also Kinder können ja schon Channel machen, wie Timo schon gesagt hat. Ich habe auch schon ich habe ein paar Leuten das erzählt und die haben auch gemeint, was, ein Kind führt einen Channel, das kann doch niemals klappen. Aber ich habe ihnen gesagt, das klappt und wie ihr seht, klappt das ja auch. Die Videos sind nicht schlecht. Wir liegen jetzt zusammen für ein neues Mikrofon. Das wird dann noch besser und dann können wir beide sprechen. Innerhalb einer Halbzeit, ja. Dann müssen wir nicht immer wechseln, obwohl ich das gar nicht so schlecht fand. Ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. Ja, das war wohl eine starke Aktion. Timo führt immer noch, aber er kriegt kein weiteres Tor, das verspreche ich euch. Die Fans, die springen hier auch vor mir, die sind sauer auf den Assistenten, der da die Fahne gehoben hat. Das war doch gar nicht richtig. Ja, da liegt der Assistent genau richtig. Wir schauen noch mal hin, quasi wie mit der Lupe. Und Kompliment, junger Mann, gut gesehen. Na, hier gibt es sogar Zeitlupen Pazzini. Mit Dings. So gut gab es bei mir noch nicht. Auch wenn wir sie weggedrückt haben, ich kenne die Zeitlupen von dem. Wir haben schon gespielt mit Zeitlupen. Hätten wir auch gemacht, wenn wir nicht dieses blöde System hier hätten, weil bei uns da nichts klappt irgendwie. Wir haben ein bisschen Pech hier mit Mikro, mit Aufnehmgerät. Klappt alles noch nicht so richtig. Aber bald wird das klappen und dann können wir auch den Train Simulator spielen. Darauf freue ich mich schon. Ich spiele dann mit Timo eigene Tutorials mit ihm zusammen. Eigene Aufgaben, die wir uns selbst erstellen. Ich mag es halt nicht, weil der immer so lang ist. Aber da können wir auch die Zeit umstellen. Deswegen spiele ich da auch mal mit. Ja, da können wir auch Nahverkehrszüge machen, wo man öfters da hält. Das ist eigentlich ganz schön. Das habe ich früher auch gemocht. Da war die Landschaft auch schöner irgendwie. Das war ja schon fast eine mutige Leistung. Diesen Bombenschuss. Das war eng. Und Eckball gibt's. Also. Meine Lieblingsbeschäftigung ist ja reden. Und hier habe ich das Richtige dafür gefunden. Bei meinem Freund Timo. Übrigens, die Idee bei FIFA 15 war von mir. Die Idee von FIFA 16 war von Timo. Und es wird immer besser. Nächstes Jahr spielen wir vielleicht sogar FIFA 17. Nicht nur vielleicht, höchstwahrscheinlich spielen wir das. Und jetzt geh vorbei, renn, lauf. Oh, so eine Sau, ey. Schreibt mal in den Kommentaren, ob euch das gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dann sagt es uns, dann hören wir auf damit. Aber ich...
Ja, also wir ich frage euch jetzt mal, habt ihr Verbesserungsvorschläge? Dann werden wir die annehmen und es versuchen zu verbessern. Beenden werden wir nicht, aber wenn es nicht mehr so gut ankommt, werden wir weniger damit machen, oder? Höchstwahrscheinlich werden wir das machen, sagte Timo. Also, wir sind gut drauf. Macht Spaß, also ist ja meine, ist auch meine Lieblingsbeschäftigung, Fußball spielen an der Playstation, das mag ich richtig. An der FIFA 15 ist noch besser als das lahme Spiel, was ich habe, FIFA 9, das ist Luschi. Aber es macht trotzdem Spaß, FIFA 9. Und das hier macht noch mehr Spaß. Die beiden Teams haben aber es ist schwerer. So viel geschenkt bislang. Und da dürften die letzten Minuten noch mal so richtig spannend werden. Sechs Minuten noch, Sanchez. Sechs Spielminuten. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Das könnte, und jetzt, er könnte fassen. Oh nein, jetzt führt er doch mit zwei Toren. Jetzt wird es eng für mich. Okay, welcher ist es nochmal? Die sind alle schon. Also. Ist mir egal welcher. Einfach einen rein. So, zurück. Zurück. Oh Mann. Aber die Zeit reicht noch locker. Wir sind gleich fertig hier. Es ist die Vorentscheidung, nicht nur fast. Schwätzkommentator, ich schwätz hier. Alex. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Pazzini. Die Flanke kommt gut. Alex. Den hast du noch berührt. Den hat noch sein Torwart berührt. Für den AC Mailand. Ja, Timo, ich beeil mich. Wann wird denn das endlich abgefilmt? Oh, Glück gehabt. Also, dann sage ich euch, viel Spaß noch mit dem, mit diesem Video. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.